Das gilt auch für Iguane. 2010 haben der Kreisläufer nach drei überaus erfolgreichen und titelträchtigen Jahren in Tiaritico schon einmal Abschied von Schwarz-Weiß und Kiel. Als jetzt nach den Verletzungen am Kreis die Not bei seinem ehemaligen Verein am größten war, zögerte Igor keine Minute, um dem THW Kiel zu helfen. Mit seiner Frau Anke. Landeshauptstadt zurück zu seinen Zebras. Eingewöhnungszeit gab es nicht. Schon am Tag der Vertragsunterschrift stand schließlich ein Spieler. Es folgten 37 weitere Einsätze in dieser Saison. Nach nun insgesamt mehr als 250 Partien in Schwarz-Weiß sagt Igor heute wieder.